Willkommen zu der dritten Runde Wobbly Life. Ich habe immer noch mega Bock, dieses Game zu zocken. Wir waren ja in der letzten Folge Schatzsucher und haben erfolgreich den falschen Schatz gefunden. Yeah! Also direkt mal alles falsch gemacht, was nur geht. Aber ich habe das gemacht, was dort stand. Ich habe zwar kein X direkt gefunden, aber das Gerät hat angeschlagen und daraufhin bin ich diesem Geräusch gefolgt und habe es dann gefunden. Ja, das finde ich geil, aber wir haben noch immer diese Quest, glaube ich, oder? Haben wir die nicht mehr? Nein, die ist dann irgendwie abgebrochen durch das Neustart des Spiels sozusagen. Finde ich, naja, ist egal. Wir meckern nicht drüber, weil es ist immer noch ein Early Access Game. Es macht Bombenspaß. Okay, wo waren wir noch nicht hin? Hier. Wir fahren mal auf in diese Richtung hin. Geile Karre. Geile Karre, die fahren zu zweit. Omi und Obi. Habt ihr mal geil gerammt. Jetzt haben die auch schon mal einen Kick für den Tag. Also, sagen wir so, den Adrenalinspiegel haben wir somit hochgetrieben. Das ist, uiuiui. Boah, bin ich froh, dass es die Leitplanken überall gibt, ne? Weil, boah, ist der schon zehnmal abgegangen hier. So, jetzt diesmal brauchen wir mal... Oh, hier ist nur 30 erlaubt, ist ja normal. Oh, da hat man Vollbremsung hier hingelegt. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Ich glaube, ich hätte Bock auf Minenarbeit. Ja, was haltet ihr davon? Da oben ist ein Schild, wir fahren einfach über die Bahn drüber. Glaubt dann, wir kommen hier durch. Ich weiß es nicht, wir versuchen es einfach. Oh, das ist ein bisschen heftig hier. Ja, aber so geht's, ist schön gemütlich. Okay, dafür hätte ich auch außen rumfahren können. Also... Naja, egal. Wir fahren dann hier hin. Dann hier geht es wieder über die Brücke. Die nehmen wir direkt mit. Okay, so. Ich bin froh, dass keine Polizei unterwegs ist. Gibt es überhaupt hier eine Polizei? Wäre mal interessant zu wissen. Oh, ja, er bleibt halb auf der Straße. Ist okay. Hier, da bin ich unschuldig hier, ne? Weil hier, der Rand ist nicht sauber gemacht. Da war die Stadt wieder, wie so oft, halt nicht auf Zack und hab die Straße wieder nicht freigehalten, ne? Aber wenn es darum geht, unsere Steuergelder einzukassieren, da sind sie auf jeden Fall fix. Oh, hier ist ein Laden. Und die Mine, Moment, kann ich mir vielleicht mal so einen Point setzen, wo ich hin muss? Also hier bin ich auch irgendwie, hier ist so ein Schreiner. Warte mal, wir setzen mal einen Point dort und dann fahren wir mal zu dem hin. Ein bisschen zurück. Okay, komm. Und nach vorne. Oh, gerade noch über die Boneten gesprochen und hier sind sie, ne? Uiuiuiuiui. Lassen wir mal schön alles die in Ruhe hier. Oh, der Biker sieht ja mal nice aus. Ja, hallo? Da fährt der geil mit seiner Shopper hier durch die Gegend. Das hier fällt mir. Okay, Spielplatz, kann man den randalieren? Uff, das nenne ich mal einen Spielplatz. Da geht kein Auto durch. Okay, hier scheint es irgendwie nicht so wirklich was zu geben. Ich bin auf jeden Fall da. Ach so, das ist for sale. Das Haus ist zu verkaufen. Okay, das heißt, diese Schilder sind im Endeffekt da. Oh, das hier gefällt mir. Kann man mit dir fliegen? Ja, können wir interagieren? Ja. Go. Komm, heb ab. Ja, super. Oh, einmal quer durch den Baum, ist nicht so schlimm. Ja, hör mal, guck mal, wie geil das ist. Was sollen wir denn machen? Jetzt fliege ich schon wieder zurück. Ich wollte zwar zur Mine. Ja, guck mal, wenn wir ja so sind, dann können wir ja tatsächlich zur Mine fliegen. Weil der kann ja alles jetzt überqueren. Okay, wir fliegen mal der Spitzhacke hinterher. Und gucken mal, wo die uns hintreibt. Aber das ist ja mal geil. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier auch fliegen können. Also mal ganz ehrlich, also von der Grafik abgesehen. Jo, ein bisschen schwierig. Guck mal, hier geht irgendwie so ein Strich da durch. Also das könnte eine Leitung sein. Das ist eine Leitung. Ja, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Aber hier ist die Mine, ne? Hier ist die Mine. Da steht auch einer. Oh! Nein, bleib hier oben! Bleib hier oben! Nein! Okay, wir haben die Mine verpasst, Leute. Boah, dass der ein Schädeltrauma hat, wundert mich gar nicht. Okay, was passiert jetzt mit dir? Hallo, mach mal was. Okay, ich bin jetzt wieder irgendwo rausgesetzt worden. Ah, zum Glück nicht allzu weit weg von der Mine. Das finde ich ja mal gut. Hätte jetzt keine Lust gehabt, wieder da hochzurennen. Okay, die Mine. Ich bin mal gespannt, was wir hier drin machen müssen und was uns hier so erwartet. Also, Auslieferung können wir. Metalldetektor kennen wir nicht, aber wir haben was gefunden. Das ist die Hauptsache. Und ich habe auch Geld ausgegeben. Okay. Ja, natürlich kann ich mit der Spitzhacke umgehen. Okay, wir gehen ein bisschen näher ran. Was müssen wir machen? Die Mine explorieren. Also, wir müssen die Mine erkundigen. Müssen halt Erze finden. Wir müssen Dynamit und oder die Pickaxe nutzen. Also, die Spitzhacke, um Barren und die abzubauen. Okay. Carry all back to the machine and the starts. So, dann müssen wir die Sachen wieder zurückbringen und dann müssen wir in den Crusher für dann, okay, wir müssen dann Erz, richtiges Erz draus machen. Das sollten wir hinkriegen. Nicht immer Escape drücken, sondern vielmehr akzeptieren. Mach mal auf. Okay, mit zwei können wir hier auf jeden Fall wieder graben. Jetzt suchen wir erstmal, was hier los ist. Er ist nicht so begabt in der, oh, das ist aber sehr dunkel hier. Aber hier hätten wir schon mal was. Kann ich das abgraben? Ah, das ist unser Minending, aber das da scheint ich irgendwie nicht abbauen zu können.
Jetzt pass auf, jetzt ist es natürlich so, jetzt muss ich vielleicht mal gucken, wo haben wir... Okay, hier ist das Fließband, das hätten wir mal. Hier ist ein Wagen, okay. Da können wir nicht rein. Interessant. Ja, also die Erklärungen sind ja okay. So, okay, hier hätten wir Dynamit und hier ist eine Spitzhacke. Ach, wir gehen auf alles. Wir gehen all in. Kann ich dich irgendwie mitnehmen? Ach so, ja. Sehr geil. Okay, hier haben wir mal einen Schacht. Und weg. Zurück, 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 zurück. In Deckung. Bitte, bitte, bitte. Mach mal auf hier. Komm. Okay, den hätten wir mal gesprengt. Jetzt nehme ich aber trotzdem mal die Spitzhacke mit. Komm, nimm sie. Okay. Also, so kannst du aber nicht klopfen, wenn du die so rumhältst hier. Mhm. Boah, geil gemacht. Richtig cool gemacht. Gefällt mir richtig gut. Okay, hier, hier hätten wir Ohr. Okay. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, okay. Ich verstehe. Ich muss einfach nur mit dem Kerlchen immer dagegen rennen. Ist von der Mechanik her. Jo, okay. Finde ich cool. Okay, oh, das ist ja schon ein richtiger Brocken, den wir hier haben. Hier ist das Band. Hier drauflegen. Super. Und go. Also ich bleib mal vielleicht hier. Ich will nicht in den Crusher rein. Wir gucken, was dann passiert. Okay, jo. Oh, was bekomme ich? Oh ja, guck mal hier. Voll die Kiste. Mega geil. Super geil. 20 habe ich. 20 Dollar? Ernsthaft? So viel? Okay, das ist ja mal geil. Das ist ja mal geil. Jawohl, wenn ich so bedenke, ich weiß noch nicht, was die Sachen so kosten. Und obwohl, das scheint schon aber okay zu sein. Kann ich hier auch irgendwie? Ne, dann muss ich ja sprengen, ne? Oder noch einen Anlauf? Ne, geht auch so. Ja, guck mal hier, wir randalieren einfach eine Runde rum. Das geht viel einfacher. Hier runter. Ah, ich muss hier hin. Okay, das geht. Machen wir, machen wir. Super. Hier ist gar nichts. Ah, Sackgasse. Man, ja, das sind genau die Sachen, die ich mir so denke. Das ist nicht so cool, weil das ist so ein bisschen verarsche. Das sind ja aber geil. Das gefällt. Oh, hier, 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 hier. Super. Einmal zurück und nochmal hin. Bumm. Und nochmal. Dann haben wir es. Super. Und dann ist hier nur ein kleiner Klumpen drin. Aber vielleicht ist ein kleiner Klumpen ein besserer Klumpen. Moment, rennen wir schnell zurück. Ja, hier war es doch irgendwo. Ey, warum habe ich mein Kopflicht ausgemacht? Lass das ruhig an. Auch wenn du dich hier auskennst, du kennst dich nicht aus. Also glaub nicht, dass du dich hier auskennst. Okay, Moment. Wieder den Crusher. So, okay. Erz musste trotzdem irgendwie noch da drauf liegen. So, okay. Und, Ich will nicht da rein. Spinnst du? Steh mal auf wieder. Ja, wieder drin. Sehr geil. Okay, 45 Sekunden haben wir noch. Nochmal 10. Also wir haben 20. Dann würde ich jetzt mal sagen, jetzt gehen wir mal auf Dynamit hier, weil... Nein. Ich habe schon das gemacht, was auf jeden Fall nicht passiert. In Deckung! Okay, es war noch okay. Es war noch okay. Können wir so machen. Wir nehmen uns direkt den nächsten mit. Hier, das geht zwar ab hier, aber so schlimm geht es dann auch nicht ab. Ne? Ist ja nur TNT, Leute. Ne? Also, kennt man ja. Man kann ja da locker... Ah, ich hab schon gesehen. Hier, da war ich aber wieder ein bisschen zu schnell. So, okay. Das scheint aber alles so Silber zu sein oder irgendwie sowas. Weiß es nicht ganz genau. Gibt's hier wieder einen dicken Klumpen? Da, hier haben wir ihn. Nimm ihn mit. Schön mit zwei Händen und dann... Nein. Oh, okay. 30 bekommen. 30 bekommen, finde ich gut. Das nehmen wir mit und du bist nett mit uns. Somit klauen wir dir hier mal deinen Truck. Den vielleicht nicht, weil wenn ich da das Geld drauflege, dann... okay, pass auf. Kann ich dich mit reinnehmen? Das ist ja halt geil. Hat er das Geld jetzt mitgenommen? Nein, es liegt. Okay, also können wir das so nicht machen. Ach, Mann. Komm. Nimm dein Geld mit. Okay, ja, das ist okay. Wir nehmen das halt so mit und wir gucken mal, dass wir hier ein Auto. Hier, bleib mal stehen. Ey, bleib stehen. Ey, Omi, die überfährt mich hier einfach. So, einmal das Auto geklaut. Ist egal. So, das heißt aussteigen und wo ist mein Geld? Hier. Oh, boah, die sind aber richtig dreist hier, ne, muss ich mal sagen. Komm, grab dir das Geld. Ja, super. Okay, kann ich dich irgendwie hier... Okay, ich muss hier wieder den Kofferraum aufmachen. Bip, mach auf. Bip, mach auf. Bip. Ah, Gott sei Dank, ich dachte schon. Okay, das mit... Ey, spinnst du? Ich krieg's Anzeige. Oh, ey. Boah, die sind aber richtig dreist hier, ne? Oh, ey. Ey, die spinnen hier. Ah, gut, das erklärt auch, warum... Jetzt habe ich ein Taxi. Ich will das Auto. Junge. So, jetzt fahrst du mal hier um die Kurve wieder. Gehst du zurück hier in eine Dreipunktwendung. Zack, voll gemeistert. Wir sollten aber vielleicht mal gucken, wo wir hin müssen. Wo haben wir denn hier? Da, hier, ATM. Da. Also ich gehe mal davon aus, dass das dort ist. Kann man hier einen Punkt setzen?
Super. Und dann müssen wir mal... Ich würde nicht hochfahren, sondern nochmal. Hier, weißt du was? Querfeld ein. Der Kerlchen kann das ohne Probleme. So, einmal hier über den Hügel und dann hier runter. Am Baum vorbei wäre vielleicht nicht schlecht. Das ist immer so, weil, wisst ihr, wenn ich im Wald fahre, das ist nicht so easy hier, ne? Aber das ist, kriegen wir hin. Okay, da hätten wir eine Straße. Oh, noch ein Baum. Boah, also die Lenkung, die macht Spaß. Also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man dauernd nur Gas gibt und lenkt. Funktioniert das nicht so ganz so gut. Man muss da ein bisschen den Gas loslassen. Aber das wollen wir doch alle nicht. So, fahre ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, guck mal, hier ist ein Automat. Hier, und einmal rum. Ja, und an den Bäumen vorbei. Super, da ist er. Ja, super. Weißt du, heute parken wir da mal vernünftig. So. Und aufsteigen. Okay, jetzt noch das Geld wieder nehmen. Ah. Also, du hast einen riesen roten Knopf da, ne? Das kann doch nicht so schwer sein, den zu treffen. Mann, bitte, dann nimm linke Hand. Okay, er scheint ein Linkshänder zu sein. Okay. Und das mit dem Reingreifen, das klappt auch nicht. Komm, nein, nicht an die... wo hängst du? Ja, danke. Wenigstens hast du das Geld rausgekriegt. Okay, einfach mal mitschleppen und zum Bankomat bringen. Zack. 110 haben wir. Okay, finde ich gut. Okay, was haben wir? Eine Tierhandlung hier. Okay. Da gehen wir nochmal schnell reingucken. Eieiei, das kann ich mir schon vorstellen. Das hier wird richtig teuer. Eine Burgerspinne. Ich will eine Burgerspinne. Hint to unlock steht hier. Das bedeutet, weil es ein Hinweis ist, brauchen wir höchstwahrscheinlich einen Burger für die Burgerspinne. Okay, das ist interessant. Das finde ich richtig geil. Okay, hier haben wir eine Schnecke. Was hier? Pet Adoption. Okay. Oh, $600 für eine Schnecke. Nee. Ihr habt dort Knall. Okay, Leute, das war wieder eine Folge von Wobbly Life. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da, einen Kommentar. Und insofern du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, abonniere doch gerne den Kanal. Mich würde es freuen und für dich wäre es nur ein Klick. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Macht's gut. Ciao mit V.